Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag zur Theory U-Based Scrum Mastering. Ich bin Vera Linz-Bachavlik und arbeite bei der Seitenbau GmbH hier in Konstanz. Ich muss mich gerade noch kurz hier ein bisschen anwärmen mit diesem Mikro. Ja, und vielleicht kennt ihr das von Scrum Mastern. Wir stehen ja total auf interaktive Dinge. Deswegen möchte ich mit euch eine kleine Übung zum Start machen. Dazu müsst ihr eine Regel wissen. Wenn ich jetzt gleich hier vorne in die Hände klatsche, klatscht ihr mit und hört auf zu reden. Soweit verstanden? Genau, dann ist euer erster Auftrag, schüttelt doch mal bitte eurem linken und rechten Sitznachbarn die Hand, stellt euch kurz vor und sagt den Satz, ich bin XY und mich begeistert. Los geht's. Ja, das ist irgendwie total laut, oder? Das ist mega laut, ja. Das hält auch überhaupt nicht richtig. Ist es hier lieber mit Handbrief, das können wir auch wechseln. Ja, alles gut, alles gut. Okay. Kriegt ihr das hin? Ich bin gerade weg. Boah. Okay, ist es noch an? Ja. Okay, gut. Voll gut, ich bin begeistert. Top. Wisst ihr, was mich begeistert? Mich begeistert es, wenn ich ein Buch lese oder eine Theorie oder irgendein Konzept und ich habe das Gefühl, wusste ich es doch. Das habe ich doch immer schon so gemacht oder das hatte ich doch schon im Gefühl und da steht es plötzlich, schwarz auf weiß geschrieben. Kennt ihr das? Ja? Und ihr hattet bisher noch nicht so wirklich Worte dafür oder ein bewusstes Konzept. Und dann steht es da und mich begeistert das total. Und genau so ging es mir mit der Theory U. Was ist die Theory U? Das habt ihr euch bestimmt schon gefragt bei dem Titel. Ich weiß nicht, wer kennt denn die Theory U? Bitte mal Hand hoch. Aha, zumindest ein paar. Die Theory U ist ein Modell zur Veränderung von Systemen. Wurde entwickelt von einem Senior Lecturer am MIT, dem Otto Scharmer. Und der Otto Scharmer, der lehrt und forscht am MIT zu Veränderung, Leadership und Innovationen. Genau, und er hat ein Modell entwickelt, wie man Systeme verändern kann. Und das fand ich total faszinierend, weil darin habe ich mich bestätigt gefühlt, in dem, was ich schon bisher so wusste oder so im Gefühl hatte, nämlich, dass wir als Scrum Master oder Agile Coaches noch mehr sein müssen als Prozessbegleiter oder Scrum Facilitators oder Moderatoren. Und dass unsere Teams auch noch viel mehr sein können als so ein Haufen von Leuten, die halt mehr oder weniger gut nach Scrum-Stories runterarbeiten. Ich hatte das schon immer im Gefühl und ab und zu zeigt sich das ja auch, so Lichtblicke im Team, wenn es plötzlich richtig brummt im Team. Kennt ihr das? Wenn so positive Energie da ist und so richtig kollektive Kreativität so rum aufkommt und genau da will ich hin. Und die Theory U bietet da so einen Ansatzpunkt. Wie kommen wir da hin und wie können wir diesen Zustand verstärken? Nur wie? Und das möchte ich mit euch jetzt ein bisschen beleuchten. Ich habe nicht alles von der Theory U hergenommen, sondern nur den Teil, der so ein bisschen das Individuum und das Team beleuchtet und diesen ganzen gesellschaftlichen Aspekt, der auch in der Theory U drin ist. Den lasse ich ein bisschen außen vor, weil sonst würden wir in 3 Stunden noch hier stehen oder sitzen. Genau, ich habe mir die Theory U angeguckt und habe 3 so Haupterkenntnisse rausgezogen. Die erste Erkenntnis ist, wie ich gerade schon anklingen lassen habe, ist, wir müssen mehr sein als Scrum Master und Agile Coaches. Wir müssen unseren Auftrag vertiefen. Zweitens, wir sollten mal drüber nachdenken, ob unsere Retro so richtig konzipiert ist. Kann man da vielleicht noch mehr machen? Und drittens, wir sollten uns selber als zentralen Veränderungsfaktor begreifen. Das waren so meine Haupterkenntnisse und die möchte ich jetzt mit euch so nach und nach durchgehen und ein bisschen erklären, wie ich drauf gekommen bin, was das mit der Theory U zu tun hat und wie ich das in der Praxis anwende.
Vielleicht schauen wir uns ein kleines Beispiel an. Ihr kennt vielleicht die Situation, ihr habt ein Team, das sich so richtig schön fest diskutiert hat. Ja, also in den Retros, endlose Diskussionen, man kommt irgendwie nicht zum Punkt. Es gibt dann auch Reibungen, alle sind genervt, weil man immer wieder diskutiert und irgendwie gibt es keinen Konsens und es ist einfach furchtbar mühsam. Und die Frage ist ja schon, warum passiert das? Wie ist ein Team in diese Lage geraten und vor allen Dingen, wie bekommen wir denn ein Team da wieder raus? Und da hat die Theory U ein Konzept, Entschuldigung, ich darf mich nicht zu doll da herumdrehen, ein Konzept, das nennt sich Social Field. Was ist ein Social Field? Es ist eigentlich, oder es beschreibt den inneren Zustand eines sozialen Systems. Das ist jetzt noch nicht so richtig greifbar. Man könnte es auch übersetzen als Bewusstseinslevel eines sozialen Systems. Und das Besondere an diesem Social Field ist, es gibt 4 davon, also es gibt unterschiedliche Level, die Otto Scharmer beschreibt in seinem Modell. Die wirken sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen aus. Wenn ich jetzt nur zu zweit bin und ein kleines soziales System bilde oder wenn wir uns die gesellschaftliche Ebene angucken. Das wären die Ebenen, also quasi nach rechts die Ebenen und nach unten die Felder. Und das Besondere am Social Field-Konzept ist, dass Otto Scharmer sagt, es geht alles auf die einzelne Person zurück. Okay, das ist jetzt vielleicht noch nicht was ganz Neues. Da wären wir vielleicht auch so drauf gekommen, dass der Zustand unseres Teams, nämlich dass die sich alle festdiskutieren, vielleicht was damit zu tun haben könnte, wie die einzelnen Teammitglieder denn agieren. Aber was er jetzt sagt und was ich total spannend fand, ist, er sagt, warum, also welcher Zustand dieser Teammitglieder verursacht denn dann diesen Zustand des Gesamtteams? Was machen die einzelnen Teammitglieder denn falsch, in Anführungszeichen, oder wie agieren die, damit das dann zu so einem Team-Effekt kommt? Und er sagt, es hängt daran, wie die Leute ihre Aufmerksamkeit einsetzen. Er nennt es Structure of Attention. Und es gibt 4 verschiedene Structures, die sich dann auf die 4 verschiedenen Felder auswirken. Das erste Feld kommt dadurch zustande, dass ich als Person nicht über meinen Erfahrungshorizont hinausblicke. Das heißt, ihr seht hier dieses Bildchen, also der Kreis ist der Erfahrungshorizont und das Männchen ist quasi mein Fokus. Wenn ich auf dieser Ebene bin, dann hinterfrage ich nicht mein eigenes System, meine eigenen Erfahrungen und bleibe schön in meinem eigenen Erfahrungshorizont. Auf der zweiten Stufe, da trete ich schon an den Rand meines Erfahrungshorizonts und gucke durch so ein Fenster nach außen und schaue mal ein bisschen drüber hinaus, nehme eine neue Perspektive ein. Auf der dritten Stufe, da verlasse ich jetzt meinen eigenen Erfahrungshorizont und versetze mich in eine andere Person hinein, also empathisch. Das ist das nächste Level. Und dann gibt es noch ein 4. Level, das ich besonders faszinierend finde. Er sagt, es gibt noch mehr als diese empathische Ebene. Es gibt noch was, wenn ich mich nicht nur in eine Person reinversetzen kann, sondern wenn ich mich in eine Situation hineinversetzen kann. Das heißt, ich bin offen für Input aus, ja, er nennt es immer aus dem Feld, also um mich herum sozusagen. Das sind die 4 Structures of Attention, die er beschreibt. Jetzt schauen wir uns mal vielleicht kurz im Detail an, wie sich die dann auswirken. Nochmal zurück zum ersten Feld. Wenn ich quasi in meinem eigenen Erfahrungshorizont gefangen bin, dann hinterfrage ich nicht meinen eigenen Erfahrungshorizont und ich hinterfrage auch nicht den Erfahrungshorizont oder das System an sich. Und das wirkt sich dann aus in Gesprächen. Wenn ich so meine Umwelt wahrnehme, dann höre ich in Gesprächen immer nur das, was ich hören will. Und in der Gruppe führt das dazu, dass häufig gar kein kritisches Feedback gegeben wird, weil ich hinterfrage auch das System gar nicht. Da wird so ein bisschen Smalltalk gemacht und auf organisatorischer und gesellschaftlicher Ebene zeigt sich das dann eben in Hierarchie und Top-Down-Organisation. Wie wirkt sich das in einem Scrum-Team aus? Ich habe mal ein paar Beispiele gesammelt, die ich selber auch so schon erlebt habe. Wenn ein Team auf dieser Ebene agiert,
dann erkennt man das dran, dass die kein kritisches Feedback geben. In der Retro ist immer alles toll. Und wenn man mit den Leuten einzeln redet oder irgendwie in den Pausen, dann merkt man, da ist doch Kritik, aber es wird nicht wirklich geäußert. Außerdem erkennt man es dran, dass die Leute es eigentlich noch ganz gern haben, wenn der PO so ein bisschen der Chef auftritt und es wird im Daily relativ viel reported. Das ist so die erste Stufe. Hat man ein Team, das schon auf dieser zweiten Stufe agiert, beim Ego-System, sind die Leute schon in der Lage, ein bisschen drüber hinaus zu gucken, über ihren eigenen Horizont. Und es äußert sich darin, dass mehr auf Fakten geachtet wird. Also in Gesprächen wird auf Fakten geachtet. Und die Diskussionen sind sehr debattenlastig. Es wird relativ hart diskutiert. Es wird jetzt richtig kritisches Feedback geäußert, aber halt relativ hart. Das ist das Beispiel, das ich gerade am Anfang gebracht habe. Das Team diskutiert sich so richtig schön fest. Es gibt Reibungen, in der Retro diskutieren wir, aber es gibt nicht so ein richtiges Ergebnis. Den Leuten ist in der Stufe oder auf diesem Feld besonders wichtig, dass sie eine feste Rolle und Zuständigkeit haben. Gehen wir weiter zum empathischen Feld. Wenn ich in der Lage bin, mich in eine andere Person hineinzuversetzen, laufen auch Gespräche ganz anders. Und dann kann ich empathisch zuhören. Und dann entwickelt sich aus der Debatte ein Dialog, weil beide Parteien versuchen, den anderen zu verstehen. Und das zeigt sich auch im Scrum-Team, wenn die Debatten so abebben und es mehr Dialoge gibt, wenn so eine wertschätzende Haltung im Team aufkommt und auch wenn die Teammitglieder sich in andere Stakeholder hineinversetzen können, also in den Kunden, aber auch in den PO, dann befinden wir uns auf diesem empathischen Level. Auch in der Retro wird dann auch schon mal über Gefühle geredet und es wird insgesamt so ein bisschen harmonischer. Ja, und dann gibt es eben noch ein viertes Level, was ein bisschen der Kern dieser Theory U ist. Es gibt noch ein viertes Level. Wenn ich also mich nicht nur in andere Personen reinfühlen kann, sondern in die Situation, dann, sagt Otto Scharmer, dann ist es möglich, dass wir gemeinsam kreativ sind. Sprich davon kollektiver Kreativität. Weil dann das Zuhören und die Gespräche nochmal eine ganz andere Qualität bekommen. Und im Scrum-Team zeigt sich das, indem es nicht mehr meine, deine Idee gibt, sondern unsere Idee. Und wenn dann so ein richtiger Flow reinkommt und man merkt, die Leute, jetzt wirkt die Selbstorganisation, die Leute fangen so richtig an, mit Begeisterung zu arbeiten, auf ein Ziel hin. Und man muss gar nicht mehr viel machen sozusagen. Und wenn auch in Gesprächen wie in der Retro plötzlich das Ganze ein tieferes Level kriegt, dann sind wir auf dieser Ebene. Und das finde ich total faszinierend, weil da wollen wir hin mit unseren Teams, finde ich. Also zumindest ich will da hin, weil Softwareentwicklung ist ja ein hochkreativer Prozess. Damit wir das beste Ergebnis erreichen, wollen wir auf diesem Feld, auf diesem Level arbeiten. Das heißt, was müssen wir tun? Wir müssen eigentlich unsere Teams dabei unterstützen, durch diese Social Fields sich hindurch zu entwickeln, zu diesem vierten Social Field. Wir müssen also das soziale Feld des Teams entwickeln. Wir sind also Social Field Farmer sozusagen. Also wir kultivieren da was. Und das ist diese erste These. Um das zu tun, müssen wir mehr tun wie moderieren oder den Scrum-Prozess betreuen. Das ist ja Bewusstseinsarbeit sozusagen mit unseren Teams. Und das verstehe ich als Theory U-based Scrum Mastering, dass wir als Agile Coaches und als Scrum Master unseren Teams helfen, sich zu entwickeln in diesem Sinn. Wie machen wir das jetzt? Also wie bewegen wir uns denn jetzt von einem Field zum nächsten? Da hat Otto Scharmer drei Instrumente, die er nennt. Und er sagt, wenn wir quasi von dieser Gewohnheitskultur zur Debattenkultur kommen wollen, müssen wir Open Mind fördern. Das heißt, da müssen wir dafür sorgen, dass die Leute aufmachen, als erstes Mal im Kopf aufmachen. Von der Debattenkultur zur Empathie kommen wir, indem die Leute ihr Herz aufmachen, also indem wir diese Gefühlsebene integrieren.
Und wie kommen wir jetzt zu diesem letzten Schritt von Empathie zur kollektiven Kreativität? Und da sagt Otto Scharmer, da kommen wir hin, indem wir Open Will fördern. Was ist Open Will? Da musste ich echt ein bisschen auch drüber nachdenken und nochmal recherchieren, was heißt das eigentlich? Er sagt, Open Will ist quasi, wenn wir es nicht erzwingen wollen, wenn wir locker lassen. Vielleicht kennt ihr das, manchmal hat man so eine fixe Idee, oder? Also man denkt, genau so muss es gehen. Und stellt dann in der Praxis fest, nee, so geht's nicht. Und es geht irgendwie anders. Und hinterher stellt man fest, ja, die andere Lösung war doch die bessere. Wir können es nicht immer selber wissen, weil wir mit so einer komplexen Umwelt konfrontiert sind. Und das ist Open Will, dieses Lockerlassen und offen sein für andere Wege. Und immer wieder reinspüren, ist das jetzt der richtige Weg oder geht es vielleicht da lang? Und wenn wir das machen, wenn wir da immer wieder reinhören, dann kommen wir zu dieser kollektiven Kreativität, in dem wir ganz offen sind für verschiedenste Einflüsse. Ich habe ein paar Beispiele gesammelt, damit es ein bisschen greifbarer wird. Wie fördern wir denn Open Mind? Ich habe ein paar Beispiele gesammelt, die ich so nutze in meinen Teams. Und zwar versuche ich bei Open Mind, die Leute dazu zu bringen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Indem ich sie immer wieder auffordere, auch mal Distanz zur Sache aufzubauen, indem ich Diskussionen so moderiere, dass sie nicht nur ihre Meinung sagen, sondern dass wir zum Beispiel so diskutieren, Vorteile, Nachteile sammeln. Also dass das gesamte Bild deutlich wird. Und ich frage halt auch immer wieder, um diese Diskussion anzuregen und die Leute zum Hinterfragen zu bringen. Beim empathischen Team ist das Instrument das Open Heart. Und da ist es ganz wichtig, wie ich selber auftrete. Das heißt, ich muss selber ein Interesse, ein ehrliches Interesse an den Leuten haben und es zeigen. Das heißt, da finde ich total wichtig, dass man Interesse zeigt, dass man mit einer positiven Einstellung auf die Leute zugeht. Man kann es auch methodisch fördern. Ich nutze da zum Beispiel die Wertschätzungskrone, so eine aufblasbare Krone, irgendwo im 1-Euro-Laden gekauft. Und in der Retro geht die rum, also die Leute krönen sich gegenseitig und sagen, was sie besonders toll fanden an dieser Person oder was im letzten Sprint besonders toll war von dieser Person. So ähnlich wie Kudos, die kennt ihr vielleicht. Wir im Team haben auch eine kleine Wertschätzungsgeste etabliert, oder beziehungsweise ein Kollege von mir, das ist die Ghetto-Faust. Also ich weiß nicht, ob alle wissen, was eine Ghetto-Faust ist, aber es ist halt die Geste, oh, hast du es cool gemacht, so, ne, Ghetto-Faust, so. Und es funktioniert total cool, total gut, weil es halt was ganz Kleines ist, es geht schnell und es fördert total diese Verbindung und das Emotionale. Und ich versuche auch in der Retro eben die Gefühlsebene anzusprechen. Ja, und dann das Schwierigste von allen, Open Will, wie fördern wir das? Das Ziel ist ja kollektive Kreativität und so dieses Offensein für verschiedene Wege. Und wir können das eigentlich nur fördern, indem wir Loslassen fördern. Und wie fördern wir denn Loslassen? Also ich tue mich da ein bisschen schwer, weil ne, Liefertermine, Druck und so weiter. Und was man aber tun kann und was viele ja schon tun, ist sowas wie Slack-Time einführen. Hackathons, so nennen wir das, fördert Loslassen und fördert diese Kreativität. Außerdem kann man in Retros dieses Loslassen methodisch einbauen. Das habe ich bisher ehrlich gesagt noch nicht so viel gemacht. Und das hat mich eben dann angeregt, darüber nachzudenken, ob wir unsere Retros denn richtig gestalten. Wenn quasi wir zu dieser vierten Stufe kommen wollen, wo wirklich Kreativität möglich ist, dann sollten wir vielleicht in unseren Retros, da wo auch viele neue Ideen produziert werden, dahin kommen mit diesem Tool Open Will. Und deswegen zu meiner zweiten These, wir sollten vielleicht die Retro neu denken. Spätestens als ich das Zitat gelesen habe, nämlich There are two ways of learning, from the past and from the future, habe ich mich bestätigt gefühlt mit dieser These, wir sollten die Retro neu denken. Weil, was tun wir in unserer Retro? Deswegen heißt die ja Retrospektive. Wir gucken die Vergangenheit an. Wir reflektieren. Und
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht immer so zufrieden mit den Retros. Oft kommt Kleinkram raus und man hat so das Gefühl, die richtig guten Ideen entstehen nicht unbedingt in der Retro, sondern in der Mittagspause, beim Kaffee trinken. Es ist irgendwie nicht so richtig effektiv. Es ist auch nicht sinnlos, aber es fehlt irgendwie so ein bisschen was. Und ich habe mich gefragt, ob das daran liegt, dass wir vielleicht diesen Zukunftsaspekt nicht drin haben. Bloß, was heißt denn jetzt Lernen aus der Zukunft? Hört sich irgendwie ein bisschen nach Science Fiction an. Und das ist so dieses Kernkonzept eigentlich der Theory U und auch ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ich kann es verständlich machen. Was heißt Lernen aus der Zukunft? Ich stelle mir das so vor, es ist so dieses Phänomen und plötzlich ist die Idee da. Ist euch vielleicht auch schon mal begegnet. Ihr habt ein Problem, denkt wirklich intensiv drüber nach, findet aber keine Lösung. Und dann geht ihr heim, geht duschen, spazieren, Sport machen, keine Ahnung. Und plötzlich macht es plopp und die Idee ist da. Und ihr wisst aber gar nicht genau, wo die überhaupt hergekommen ist. Die ist gar kein direktes Ergebnis von dem, was ihr danach gedacht habt, sondern es ist irgendwas Neues, das plötzlich aufploppt. Und ihr wisst, ach cool, das könnte sein. Wer kennt das? Voll gut. Ja, ich kenne das auch. Und ich war da voll begeistert, dass sowas einen Namen hat. Und dass man das vielleicht gezielt fördern kann. Weil Otto Scharmer nennt es Presencing. Das ist eine Wortneuschöpfung, die sich aus Presence, also Gegenwart, und Sensing, Fühlen, zusammensetzt. Und er sagt, wenn wir quasi uns einfühlen in die Gegenwart oder auch Zukunft, dann kommen diese kreativen Ideen. Und das finde ich total faszinierend. Man kann es natürlich vielleicht auch als Kreativität, Intuition oder Innovation bezeichnen. Aber ich finde es total logisch, weil ich glaube nicht, dass Smartphones erfunden wurden, nur weil irgendjemand in die Vergangenheit der Handys geguckt hat und gedacht hat, genau, wir machen jetzt riesige Handys, wo man drauf rumwischen kann. Also Innovation ist ja was Neues. Das kommt ja nicht nur durchs Zurückgucken. Und ja, Otto Scharmer sagt eben, das ist Presencing. Also wenn man sich da verbindet mit dieser Gegenwart und da ein Gefühl für kriegt, dann kommen diese vielen Ideen. So, könnt ihr noch? Ja? Sehr gut. Das ist viel Theorie, aber ich hoffe auch ein bisschen Praxis. Gleich gibt es noch mehr Praxis. Genau, und zwar... Wie kommen wir denn jetzt zu diesem Presencing? Wir haben schon gesehen, also die Social Fields, diese vierte Stufe ist so das, wo wir hinwollen. Das ist das Ziel, dieses Generative Ecosystem, diese vierte Stufe mit kollektiver Kreativität. Und wir haben die drei Instrumente gesehen, Open Mind, Open Heart, Open Will. Und Otto Scharmer hat jetzt noch was in der Mitte, wie ein Framework. Dieses Framework bedient sich auch dieser drei Tools und nennt sich U-Prozess. Und deswegen heißt das Ding auch Theory U, wegen diesem Prozess. Und er sagt, wir kommen zu diesem Presencing, also zu dieser Kreativität, wenn wir erst mit neuen Augen sehen, dann fühlen, dann eben loslassen, die neuen Sachen kommen lassen, die rauskristallisieren und dann umsetzen. Und hier auf dieser rechten Seite geht es quasi hoch in die Umsetzung und da sagt er auch, act in an instant prototype, was wieder sehr gut zur agilen Idee passt, finde ich. Und genau, hier in der Mitte seht ihr, ja, das bedient sich wieder der gleichen Instrumente. Also Open Mind, Open Heart und hier unten Open Will, dieses Loslassen. Und ich habe diesen U-Prozess genommen und habe mir überlegt, den könnte ich doch anwenden auf die Retro. Kann ich die Leute nicht durch diesen U-Prozess führen in der Retro und vielleicht andere Ergebnisse rausbringen? Das war meine These. Ich habe also gesagt, okay, ich mache jetzt mal hier diesen Zukunftsaspekt mit rein und bediene mich dieser drei Tools, Open Mind, Open Heart und Open Will. Das habe ich gemacht und habe eine
Uspective habe ich es genannt, also habe das Retro weggestrichen, weil es ja nicht mehr nur Retro ist, das ist eine Spektive, eine Uspective. Und habe mich orientiert an diesen drei Instrumenten. Ich habe gesagt, okay, erst führe ich das Team durch Open Mind, indem ich eine Fragestellung nehme, die sie dazu anregt, erstmal Distanz zur Sache einzunehmen und zu beobachten. Frage war, was hätte ein Gast gesehen, hätte er uns beobachtet in der letzten Zeit? Was würde der sehen? Der zweite Schritt war Open Heart. Da habe ich die Teammitglieder gebeten, sie sollen sich äußern, wie sie sich fühlen. Und habe da ein bisschen Hilfestellung gegeben mit diesen Figuren aus dem Film Alles steht Kopf, falls ihn jemand kennt, so Trauer und Freude. Und es ist ein bisschen lustig, weil halt die Figuren lustig sind und macht es ein bisschen einfacher für die Leute, Gefühle zu äußern. Und genau, und dann bin ich zu Open Will übergegangen, was jetzt gar nicht so einfach ist, das in die Retro einzubauen. Und mein Kernelement oder meine Kernstrategie war, die Retro um die Mittagspause rumzubauen. Sagen, wir machen den ersten Teil vor der Pause, dann machen wir gemeinsam Mittag, entspannen und dann erst generieren wir die Ideen. Zusätzlich noch unterstützt durch so eine kleine Übung, eine stille Übung, so ein bisschen Reise in die Zukunft, also wo kommen wir her, die Leute stellen sich so ein bisschen vor, ja, wie ist die Situation gerade und was denkt ihr, was ist wirklich wichtig für die Zukunft. Und dann das Generieren der Ideen in einem Spaziergang zu zweit. Also dieses Kreative ist vielleicht auch einfacher, dachte ich am Anfang, wie eine Großgruppe zu zweit zu machen und dann noch mit Bewegung. Das könnte helfen. Und am Schluss nochmal alle gemeinsam in einer Plenumsdiskussion haben wir entschieden, was eben gemacht werden soll. Das habe ich durchgeführt, zweimal in meinem eigenen Team und noch in einem weiteren Team bei uns in der Firma. Das waren 2,5 bis 3 Stunden ungefähr, mit 1 Stunde Mittagspause. Genau, also so ein ja, 3/4 Stunde Vormittag, 3/4 Stunde Nachmittag, so grob. Genau, nochmal die Besonderheiten. Die Trennung von Beobachtung und Gefühl. Das Wirken lassen durch die Mittagspause und durch noch weitere methodische Elemente. Und Natur und Bewegung noch als Element. Wie war das Feedback der Teilnehmer? Was beide Teams gesagt haben, war, dass das methodisch sehr angenehm war und geholfen hat, gerade diese Pause, dass das entspannt war und dass es wirklich viele und gute Ideen gab. Es gab ein Team, die das insgesamt ein bisschen zu lang fanden. Das andere Team fand das total gut und war hinterher fitter wie sonst in der Retro, haben sie gemeint. Was es ein bisschen noch gab, war so die Frage, wie greifbar sind die Ideen. Da waren sie noch nicht so ganz überzeugt. Ich persönlich fand, dass diese linke Seite des U total gut geklappt hat. Also so diese Beobachtung, Gefühle und dann dieses Entspannen und Ideen generieren, das hat total gut geklappt. Diese Ideen dann in tatsächlichen umsetzbare Dinge zu transformieren, das ist gar nicht ganz einfach, aber da habe ich inzwischen auch ein paar Ideen, wie das klappen könnte. Mein Fazit ist, die drei Instrumente sind total gut. Die würde ich beibehalten und gerne nochmal in einer dritten Retro ausprobieren. Ich würde es etwas kürzen, und zwar je nach Social Field des Teams. Wenn ich ein Team habe, die schon empathisch sind, dann brauche ich nicht so viel Zeit auf dieses Beobachtungskruscht da investieren, sondern gleich Richtung Open Will gehen. Also je nachdem, ne? Also wo das Team halt steht. Und dann würde auch so ein bisschen dieses Problem wegfallen, dass es halt insgesamt dann doch recht lang wird. Außerdem, das war mein Key Learning, wir sollten den linearen Zusammenhang durchbrechen. Was heißt das? Was ich gemerkt habe, ist, was wir tun in der Retro ist oft, wir sammeln ganz viele Dinge und dann versuchen wir eins zu eins aus den Dingen, die wir gesammelt haben, die neuen Ideen zu entwickeln. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, das funktioniert nicht richtig. Das vielleicht, weil die Situationen in der Vergangenheit gar nicht die sind, die wir in Zukunft genauso haben werden. Und was wir uns trauen sollten und was ich ganz gerne auch nochmal im dritten Team nochmal so richtig ausprobieren möchte und nochmal den Fokus drauf legen ist,
Was ist, wenn wir uns trauen, einfach diese erste Phase mit dem Erarbeiten der Situation zu machen, das dann liegen zu lassen, Mittagspause zu machen und gar nicht mehr ganz konkret drauf gucken, sondern das aus dem Gefühl heraus einfach neue Ideen entstehen zu lassen. Also diesen Zusammenhang zu unterbrechen. Versteht ihr, was ich damit meine? Ja, sehr gut. Und ich persönlich habe mich das in den ersten zwei Malen noch nicht so ganz getraut. Also ich habe schon das so ein bisschen methodisch angelegt, aber ich habe mich noch nicht getraut, wirklich zu sagen, okay, jetzt haben wir jetzt erarbeitet und das haben wir uns angeguckt, aber jetzt legen wir es weg. Und jetzt fokussieren wir auf die Zukunft und spinnen neue Ideen. Und bei der zweiten Durchführung habe ich das zum Teil schon gemacht und habe gemerkt, da kommt Besseres, da kommt Kreativeres. Wir müssen quasi mit einem weißen Blatt nochmal starten. Uns nicht zu sehr aufhängen an den Sachen, die wir analysiert haben. Die sind schon wichtig, aber mehr, indem es halt von unten raus wirkt, sozusagen. Gut, jetzt habe ich euch die ersten zwei Punkte schon näher gebracht. Ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen verstehen oder nachvollziehen, wie ich zu diesen Thesen gekommen bin. Nämlich, als Social Field Farmer sollten wir Bewusstseinsentwicklung mit unseren Teams machen. Das war meine Erkenntnis aus dieser ganzen Kiste mit den Social Fields. Und zweitens, wir sollten in der Retro durch das U führen. Jetzt noch ganz kurz zum Abschluss. Punkt 3, wir sollten das selber auch anwenden. Und da möchte ich das Zitat noch bringen. The success of an intervention depends on the interior condition of the intervener. Heißt, wenn ich was verändern will, muss ich gucken, wo ich selber stehe. Und das heißt, in diesem Kontext muss ich gucken, habe ich selber ein open mind, ein open heart und ein open will. Und nach dieser ganzen Vorbereitung von diesem Vortrag ist mir auch klar geworden, dass das eigentlich so die Essenz ist, die ich tue als Scrum Master. Dass ich eigentlich immer wieder dieses Presencing mache, weil das genau das für mich das ist, was wir tun als Scrum Master oder tun sollten, das Hineinfühlen, nicht nur in eine Person, sondern ins ganze Team, in die ganze Situation, also nicht nur Team, sondern auch die Situation mit Kunde, mit der Organisation und so weiter. Und fand das total faszinierend und ja, nehme mir das vor, das auch weiter persönlich zu tun und weiter auszubauen. Aber egal, ob ihr jetzt Scrum Master seid, Agile Coaches, Softwareentwickler oder irgendwas anderes, ich finde alle, die kreativ arbeiten, allen denen möchte ich das noch zum Abschluss mitgeben, dieses Zitat, nämlich seek it with your hands, don't think about it, feel it. Vielen Dank. Perfekt, just in time, würde ich sagen. Und genug Raum für Fragen. Und ich glaube, es gibt einige. Sonst starte ich. Und zwar, jetzt hast du es ja schon paar Mal erwähnt, diese drei Tools, Open Mind, Open Will, Open Heart. Und dass du auch gesagt hast, okay, du als Grandma stehst da in der Mitte. Jetzt würde mich natürlich ganz dringend interessieren, wie du das selber bei dir förderst. Weil verstanden als Konzept hat es, glaube ich, jeder. Aber wie fördere ich denn das jetzt bei mir? Ja. Genau, also ich habe so ein paar eigene Praktiken, die ich irgendwie versuche, da umzusetzen. Das eine ist Bullet Journaling. Also ich versuche jeden Tag, also mich selber zu reflektieren und mir so Erkenntnisse aufzuschreiben, Beobachtungen, um dieses Open Mind zu fördern. Also um immer mal wieder quasi meinen Horizont aufzumachen. Und Open Heart, wie fördere ich das bei mir selber? Eigentlich einfach, indem ich mir immer wieder ins Bewusstsein rufe, dass ich das gerne mache und dass mir die Leute wichtig sind und dass ich die Leute mag und indem ich halt immer wieder auch privat mit den Leuten was zu tun habe. Das finde ich total wichtig. Und Open Will finde ich relativ schwierig. Also loslassen, ehrlich gesagt, ist echt schwierig. Da übe ich immer noch selber eigentlich durch. Also ich habe angefangen, so ein bisschen Achtsamkeitsübungen zu machen, MBSR, also Mindfulness-Based Stress Reduction, so Sachen, um einfach locker zu lassen. Und das, finde ich, hilft total gut. Ja, das sind so ein paar Beispiele, die ich selber mache. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Ja.
Ja, also vielen Dank, sehr inspirierend. Es freut mich total, hier zu sein. Mich würde mal interessieren, wie war denn die Reaktion von deinem Team, wenn es um Gefühle geht? Weil ich habe jetzt hier auch einige Gespräche geführt, dann heißt mal Mindset und so weiter. Und ich glaube, wenn es wirklich ums Eingemachte geht, dann geht es schnell drüber oder dann erschrecken vielleicht manche auch. Und vielleicht als zweites auch so ein Moment der Stille hat ja auch irgendwie so was Gefährliches für den einen oder anderen. Mhm. Ja, da kommt dann schnell ein Witz oder so und was machen wir jetzt? Mhm. Also mal wirklich mal reinzugehen, wie ging es dir dabei und deinem Team bei den beiden Themen? Ja, das mit den Gefühlen hat eigentlich erstaunlich gut funktioniert, indem ich das ein bisschen spielerisch angegangen bin. Also beim ersten Mal, wo ich das mit dem Team gemacht habe, zwar noch nicht in dieser Retro, in anderen, da habe ich dann einen Ausschnitt aus diesem Film gezeigt, Inside Out oder Alles steht Kopf, wo so ein paar lustige Szenen waren, wo die Leute so ein bisschen locker wurden. Und dann, indem sie quasi zu diesen Gefühlsbildern dazu hängen, da stand auch nicht groß Angst drüber, sondern ich habe die Figur genommen und da stand nur Oh-Oh. Und dann haben die auch da drauf referenziert, haben die gesagt, da habe ich mich nach Oh-Oh gefühlt. Und es geht einfacher, wie zu sagen, oh, da hatte ich Angst oder so. Oder da ist mir so ein bisschen der Hut hochgeflogen. Es ist einfacher, wie zu sagen, boah, da war ich stinksauer oder so. Und da über dieses Spielerische und so ein bisschen das nicht so ganz groß machen mit Worten, hat das ganz gut funktioniert. Zumindest auf die Situation bezogen. Was mein Team immer noch, was mit meinem und ich denke auch in anderen Teams recht schwierig ist, ist, wenn zwischenmenschliche Konflikte sind, die dann halt in der Retro mit Mann oder die Situation und jeder weiß eigentlich, okay, das waren die zwei, aber das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Und die zweite Frage war nochmal? Ah, ja. Das hängt, finde ich, davon ab, wie überzeugt man selber das auch anmoderiert. Wenn ich selber so bin, oh, das ist vielleicht ein bisschen komisch, dann kommen dumme Sprüche. Und wenn ich mich aber hinstelle und sage, wir machen jetzt die Stilleübung und das ist ein professionelles Werkzeug und das machen wir jetzt, dann funktioniert es. Ja. Ja. Hallo Vera, kurze Frage. Arbeitest du im IT-Umfeld und wie ist so die Geschlechterverteilung in deinem Team? Ja, im IT-Umfeld, also bei der Seitenbau GmbH, wir entwickeln Software, also ganz klassisches Scrum-Team und sind mehr Männer. ich muss gerade zählen, also sind inklusive mir 4 Frauen von 12. Also immerhin, würde ich sagen, für die Frosche. Ja. Hallo. Grüß dich. Ah, da, ja. Danke auch für den Vortrag. Was mich interessieren würde, ist, hast du dem Team diese Theorie erklärt, sage ich jetzt mal? Weil da schon sehr viel Ätherik, sage ich jetzt mal, drinsteckt. Und meiner Erfahrung nach, gerade Techniker, gerade ältere Techniker, tun sich sehr oft schwer, wenn man mit solchen Konzepten auf sie zugeht oder wenn man dann anfängt mit Gefühle und denkt, fühlt euch mal in die Zukunft ein, etc. Die können damit nicht viel anfangen. Und für die ist es oft greifbarer, wenn man ihnen die Idee dahinter oder das Konzept dahinter erklärt. Hast du das gemacht oder hast du einfach so strukturiert und gesagt, wir machen jetzt einfach mal, vertraut mir? So dazwischen. Also ich habe denen jetzt nicht diesen Vortrag vorher gegeben, weil der war da auch noch nicht fertig. Ich habe ihnen kurz gesagt, dass ich ein bisschen was ausprobiere für diesen Vortrag auch und dass es darum geht, die Retro ein bisschen anders zu gestalten und so ein bisschen dieses, dass wir vielleicht das ein bisschen lockerer gestalten wollen, also so auf so einem niedrigen Level habe ich denen das erklärt, aber jetzt nicht im Detail. Aber ein paar Leute haben schon gefragt jetzt, ob ich es nochmal erklären will und erzählen will. Ja. Also ich finde, es ist so ein bisschen eine Kombi. Also wenn man selber relativ überzeugt ist von dem Ganzen, finden die anderen das auch nicht mehr ganz so komisch. Und man kann ja so ein paar Spezialbegriffe vielleicht außen vor lassen. Ob ich jetzt unbedingt das Open Heart nenne, weiß ich noch nicht. Also das muss man ja vielleicht nicht unbedingt machen. Und ja, dann geht es ganz gut. Ist bisher meine Erfahrung, ja. Ja. Nochmal eine Frage zu deinem Team. Wo stand denn dein Team früher? Wie viel Zeit hattest du früher für die Retros? Und was hast du da so für Sachen mit dem Team gemacht? Ja, also ich habe mein Team seit 2 Jahren. Und am Anfang war so die allgemeine Meinung, oh, das braucht alles so viel Zeit und da waren sie überhaupt nicht offen für längere Retros.
Und da habe ich mich halt auch so ein bisschen angepasst und habe erst eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, dann eine Stunde gemacht. Und dann hat sich das nach und nach so entwickelt. Und am Anfang habe ich andere Methoden gemacht, habe ich viel so Lean Coffee-Diskussionen gemacht mit dem Team. Und ansonsten jetzt vor der Theory U habe ich die normale Retro-Struktur oft gemacht. Ja, also halt set the stage, gather information, generate insights, decide what to do und so. Und ja, also durchschnittlich hätte ich, würde ich sagen, mal eine Stunde bis eineinhalb Stunden, je nachdem. Ich habe aber auch immer mal wieder eine thematische Retro gemacht. Genau. Das war so, wo ich hergekommen bin. Aber ich hatte da halt auch immer schon manchmal das Gefühl, dass der wertvolle Teil war irgendwie immer der, dass das Team zusammen war und irgendwie man auch irgendwie sich austauschen konnte und es einen Team-Spirit gab und dass wir ein bisschen gemeinsam die Situation analysiert haben, aber dass die Ideen, die hinten rausgefallen sind, nicht unbedingt das Allerwichtigste von der Retro waren oder das Beste, weil es halt oft zu kleingruscht war. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das so, ja, schreiben mir das und das mal in die Working Agreements, ist dann der Task. Oder, ne? Oder es sind halt irgendwie Sachen, die halt jedes Mal rausfallen und dann nie gemacht werden, wie wir optimieren die Infrastruktur oder sowas. Und das kommt halt irgendwie dann ein Jahr lang immer wieder. Und es hat irgendwie nicht so den Drive, also die Ideen haben nicht so den Drive entwickelt. Also die Retro waren sich schon sinnvoll, nur das letzte bisschen hat gefehlt. Und da habe ich so das Gefühl, mit diesem neuen Ansatz könnte es vielleicht klappen, da diesen Mehrwert dann noch zu generieren. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Genau, danke Vera für deinen Vortrag. Ich habe noch eine Frage im Prinzip. Bist du mit deinem Team auf dieses Level 4 gekommen und hast du es auch geschafft, da zu bleiben? Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es auch themenabhängig ist, immer was man so macht und so weiter. Ich glaube, das ist eine Vision, auf diese Stufe zu kommen und da zu bleiben. So in Realität kann ich mir nicht vorstellen, dass man dauerhaft in dieser Phase bleibt, weil es ja immer wieder auch Änderungen gibt. Da kommt jemand Neues ins Team, dann verändert sich was und so weiter. Also ja, ich war schon zeitweise auf diesem Level mit meinem Team. Inzwischen würde ich sagen, hüpfen wir mal wieder hin und her, weil es eine neue Projektphase, wir haben eine neue Ausschreibung gewonnen. Also das heißt, wir haben neue Kunden dazu bekommen, wir haben ganz viele neue Leute eingestellt. Eigentlich ist es im Moment nicht mehr das gleiche Team, wie das, mit dem ich vor 2 Jahren gestartet bin. Also ja, ich bin da schon gewesen, aber ich nicht, also das dauerhaft da zu bleiben, ist, glaube ich, so ein bisschen utopisch. Aber ich finde, es ist auch ein Mehrwert, wenn man da immer wieder hinkommt und weiß, okay, das ist das Ziel und da wollen wir hin. Das, finde ich, hilft total in der Praxis. Ja. Gut, vielen Dank für diesen echt wunderbar lebhaften Beitrag. Ich glaube, man hat es gemerkt an den Nachfragen, dass es ganz viele irgendwie beschäftigt. Wir haben dir jetzt als kleines Vortragenden-Geschenk noch eine Soul-Battle mitgebracht mit deinem Namen, die du vielleicht in der einen oder anderen Retro befüllen kannst und trinken, wenn du hier sprechen musst. Hoffentlich nur mit meinem Vornamen, sonst ist es lang geworden. Ja, nee, ich glaube nur mit dem Vornamen. Okay, sehr gut. Genau, und jetzt sieht es so aus, dass wir hier fertig sind. Ihr könnt runtergehen ins Restaurant, da gibt es jetzt Mittagessen und ab 13:30 Uhr gehen die Vorträge weiter. Gut, vielen Dank. Dankeschön.